Erkrankung. Das konnte bislang nicht bestätigt werden, aber eben auch nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt also bei einem Verdachtsfall, nicht mehr, aber leider auch nicht weniger. Also natürlich macht so eine Warnung an sich schon Sorge. Warum diese Warnung eigentlich erst jetzt? Diese Fälle in Frankreich sind aus 2010. Ja, das sind neue Erkenntnisse, die man seit Anfang des Monats aus den Rückmeldungen von Kliniken und Ärzten gezogen hat. Das Bundesinstitut weiß jetzt, dass Silikon nicht nur durch Risse in den Implantaten in den Körper gelangen kann, es kann auch aus dem Kissen, ja Sie sagen, ausschwitzen. Das passiert häufiger, als dass die Implantate reißen. Und damit ist die Gefahr an sich größer, eben wegen der größeren Häufigkeit, nicht aber wegen einer bewiesenen Krebsgefahr. Das heißt, die Implantate müssen so oder so raus? Definitiv, sagt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Es mache keinen Sinn, erst zu gucken, ob die Implantate gerissen sind, operiert werden solle auf jeden Fall. Hat sich mittlerweile die Kostenfrage geklärt, wenn es zu einer Folgeoperation kommt? Ja, die ist ziemlich klar. Also wer seine Implantate aus medizinischem Anlass, also zum Beispiel nach einer Krebsoperation bekommen hat, kriegt von seiner Krankenkasse die neue Operation und auch die neuen Implantate bezahlt. Wer sich aus Schönheitsgründen hat operieren lassen, wird mindestens einen Teil der Kosten bezahlen müssen, wobei aber viele Kassen schon mehr wohl zusätzliche Unterstützung angeboten haben. Ist so eine Operation kompliziert? Naja, jede Operation ist mit Risiken verbunden, das wissen wir, aber Professor Raimund Horch von der Deutschen Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen hält den Eingriff